Ja, jetzt kommt die Frage an Sie. Welchen pH hat reines Wasser? Die Frage ist relativ leicht zu klären, das wissen wir alle. Das Ionenprodukt von Wasser ist 10 hoch minus 14, also ist der pH, wenn das im Gleichgewicht ist, ist 7. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wenn man es fragt, was ist der pH vom Wasser, das im Austausch mit der Atmosphäre, also mit dem CO2 ist. Also das CO2 löst sich in Wasser und CO2 ist eine schwache Säure. Wir wissen, das zerfällt dann im Wasser, das bildet also Kohlensäure und diese Kohlensäure kann zerfallen zu Hydrogencarbonat und H+. Und das Hydrogencarbonat kann natürlich auch weiter zerfallen zu Carbonat und H+. Das heißt, wir wissen von vornherein, das Ganze muss natürlich, wird also sauer sein. Aber wie sauer ist es? Und das versuchen wir eben jetzt zu klären. Und ich versuche es jetzt hier auf dem Tablett zu machen. Sie haben ja zwei Dissoziationskonstanten, haben Sie ja schon gesehen. K1 6,4, K2 10,4. Und jetzt kommen wir, und da macht es uns die Natur ein bisschen leichter, zu weiteren Konstanten. Und zwar haben wir also die erste Konstante, die wir brauchen, das ist die sogenannte Henry-Konstante. Ja? Die ist also 10 hoch minus 1,4. Die Henry-Konstante sagt also, wie viel von dem Gas im Wasser sich löst. Und das gilt jetzt für CO2. Für Sauerstoff ist das natürlich eine andere Konstante. Das heißt, ich weiß also, wenn ich zum Beispiel eine Atmosphäre CO2 hätte in der Luft, also reines CO2, also Situationen, die es auf anderen Planeten gibt, dann hätte ich also im Wasser 10 hoch minus 1,4 Mol pro Liter an, ich schreibe es jetzt gleich so hin, H2CO3, und zwar gebe ich den Stern dazu. Weil der Stern heißt, also ich schreibe es noch einmal hin, H2CO3 mit dem Stern, das wäre also H2CO3, die echte, plus das CO2 gelöst. Ja? Sie sehen, wir machen es uns schon einfacher, da diese beiden Formen hier, die sind nicht ionisch, machen wir einfach eine neue künstliche draus. Ja? Ja, wie hoch ist jetzt aber die Konzentration von CO2 in der Luft? Ist eben nicht eine Atmosphäre, sondern das sind, wir wissen es, sagen wir 400 ppm. Und das kann man natürlich auch anders schreiben. Das ist also 10 hoch minus 3,4 Partialdruck in Atmosphären. Ja, es ist sehr wenig. Das heißt, wie viel wird sich jetzt CO2 im Wasser lösen, wenn ich das destillierte Wasser hier stehen lasse? Es wird sich also lösen 10 hoch minus 3,4 mal diese Henry-Konstante, 10 hoch minus 1,4. Es werden sich also 10 hoch minus 4,8 Mol pro Liter lösen. Ja, wenn ich also den CO2-Druck, und das sind wir natürlich global jetzt dabei, erhöhen, dann wird das halt mehr werden. Ja. Also während der Eiszeit war es weniger, da hatten wir 180 ppm in der Luft, jetzt ist es mehr. Gut, aber wie geht es jetzt weiter? Ja, was passiert denn jetzt mit dieser Kohlensäure? Die wird also dieses H2CO3, das wird also jetzt zerfallen zu HCO3 minus und H+. Ja? Und dieses Ding wird natürlich weiter zerfallen zu CO3 2 minus und H+. Wenn Sie sich jetzt aber an die Grafik von vorhin erinnern, dann sehen Sie, dass diese Reaktion wahrscheinlich zu vernachlässigen ist, weil wir ja im sauren Bereich sein. Also diese Reaktion läuft natürlich verstärkt ab, wenn wir also in den alkalischen Bereich vorrücken. Ja, das heißt, wie hoch wird das jetzt eben sein?
Wir können das auch so schreiben und sagen, HCO3 minus ist dann gleich H2CO3 mit dem Stern, klar, mal diese Konstante K1, ja, und gebrochen durch H+. Und diese Konstante K1, die wissen wir auch, K1 ist gleich 10 hoch minus 6,4. Ja. Wir wissen dann auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, von der Geschichte. Also wir können dann das so schreiben, HCO3 minus ist gleich 10 hoch minus 4,8, das wissen wir ja, mal 10 hoch minus 6,4 durch H plus. Das gibt dann 10 hoch minus, jetzt zählen wir es zusammen, 11,2, ne? 11,2 durch H plus. Und was wir jetzt natürlich annehmen können, ist, dass also für jedes HCO3 minus, das entsteht natürlich auch ein H plus. Das heißt, das ist ungefähr gleich hoch. Ja? Das heißt, ich weiß also, das hier und das hier ist also gleich hoch. Ja? Dann kann ich natürlich sagen, die Konzentration von HCO3 minus ist gleich H plus, ist gleich 10 hoch minus 11,2. Und das dividiere ich dann. Ja? Oder schreiben wir es richtig auf, ist gleich 10 hoch minus 11,2. Da diese beiden gleich groß sind, kann ich natürlich sagen, H zum Quadrat ist gleich 10 hoch minus 11,2. Und H plus ist dann gleich genau die Hälfte, 10 hoch minus 5,6. Und das ist der pH von reinem Wasser im Gleichgewicht mit der Luft.